Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 2, hier mit Zorsak Tafel 6. Beim letzten Mal haben wir Joseph, unserer Gruppe hinzugestoßen. Wir haben die Frostrotte, Schneehöhle, fast das gleiche, betreten. Und laufen hier jetzt nun erstmal weiter durch. Jaha, lol. Und erhalten Geld. Totenschädel. Okay. Wenn man sehen kann, sind hier reichlich neue Monster, die auch ein bisschen was aushalten, erstaunlicherweise. Aber das macht uns natürlich nichts aus. Denn wir sind schon recht gut trainiert, möchte ich meinen. Zur Notfall kann ich immer noch auf Feuer zurückgreifen, weil das ja alle Schneegegner sind. Ist ja kein Problem. Und Joseph macht gut Schaden, also. Würde ich mir nicht meinen, dass wir hier Probleme bekommen würden. Tür oder? Es ist keine Tür. Okay. Lassen wir es dabei. Wird sich bestimmt noch herausstellen, was da los ist. So, ich habe übrigens auch nicht weiter in Komplettlösung oder sowas reingeschaut. Das war wirklich nur für diese Stelle da. Oh. Oh, Gott sei Dank, kein Monster. Das ist ja immer schön, so ein Raum, man kommt rein. Man muss zwei Kämpfe machen, um wieder rauszukommen. Naja. Gehört ja dazu, ne? So. Zum Teil ist das nervig, klar. Aber mein Gott. Das sind halt Fallen, in Anführungszeichen. Ich meine, es gibt zwar keinen Grund oder keinen Hinweis darauf, dass es eine Falle ist. Das ist eine Falle. Ja. So, erstmal Yetis umklatschen hier und weitergehen. So. Okay. Die Höhle scheint ein bisschen komplexer aufgebaut zu sein als die vorherigen. Weil bis hier Wasser. Okay. Ja. Einfach mal überall langlaufen. Nicht die Eiszapfen. Wow. Die haben, glaube ich, eine hohe Abwehr. Ja, haben sie. Okay. Aber nicht für Joseph, ey. Er schlägt die Dinger zu Brei. Zu Schneepuder quasi. HP, Gewandtheit, HP. Okay. Wie hoch ist eigentlich ihre Gewandtheit? 35. Da geht doch was. Ich habe das Gefühl, ich habe ein paar Kisten verpasst. Ich habe das Gefühl, dass es relativ unrelevant ist. Relativ unrelevant. Okay. Jetzt bitte auf die Granate. Jawoll. Hat jemand mitgedacht. So. Okay, dann laufen wir da mal schön durch. HP von Joseph. Sehr gut. Ach, wie viele Monster hier sind, ne? Okay, Maria kann keine One-Hits mehr landen. Schon bitter. Aber nicht schlimm. Okay. Stärke von Firion. Nein. Wow. Wow. Wenn da sehe ich einen Blitz-Dungeon würde, dann finden wir da bestimmt Blitz. Hat Guy einfach mal komplett Standard-Magie. Feuer ist ein Blitz. Der Sound von der Axt ist irgendwie ein bisschen scheiße, ne? Oder liegt das an meinem Headset? Das komische. Es ist kein Rauschen wirklich, aber. Ne? Klingt irgendwie kacke. Da ist noch eine Kiste. Petrierspeer, was soll ich denn damit? Okay, hier finden wir also noch Petrier-Sachen.
Oder Potion. Oder 3, das sollte reichen, ja. Sehr gut. Ja. Scheint auch noch manchmal zu sein. Oder liegt das am Kampfsound? Nö. Okay. Dann liegt's am Emulator. Keine Ahnung. War zu erwarten. Eigentlich hätte ich ja vorher speichern können. Aber. Das heißt so die Noob-Taktik. Vor so einem Raum speichern, reingehen und wenn er leer ist, einfach neu laden. Spart man sich Zeit. Vor allem, weil es ja quasi nicht auch noch eine gute Möglichkeit ist, gleich so ein bisschen Statuswerte zu grinden. Nein. Na, jetzt war er schon wieder da. Ich glaube, das liegt doch irgendwie so eine Axt oder noch. Oh mein Gott. Doppelköpfe. Guy hat 777 HP. Hype. Er muss einen ausgeben. So. Ja, es halt ein bisschen was aus. Aber so viel dann auch nicht. Geben die vielleicht gut Geld? Nö. Aber eine Keule. Yeah. Die wollte ich schon immer haben. Da ist eine Tür. Ach. Nein, oh. So, jetzt ja mal. Brennt mal hier, Schweine. Oh. Ist ihre Feuerstufe gestiegen, verdammt. Jetzt hängt Vierer wieder hinterher. Wow. Gut gemacht, Fionn. Ich hab mal 2 Schläge gegeben. Hä? Biber? Ja. Hi. Verstehe seine Sprache. Was? Alles Glocke. Okay, ja. Okay. Im rechten Wand ein Geheimgang. Monsterschütz Glocke. Glocke in Wand. In rechte Wand. Sonnenfall, Luftschiff, Zerstörer. Okay. In rechte Wand. Okay. Riesenbeam. Der kann mit. Warum kann. Okay. Wir wissen, er ist nicht der hellste, aber. Er kann eine Fremdsprache. Quasi. Ja. Okay. HP von Rosef. Sehr gut. So, wollen wir hier runter. Ach komm. Oh. So. Yay, Feuer. Plupp. Alle tot. Okay. Seine Feuerstufe ist Hacker. Nein, eine Granate. Grenade. Oh. Die macht gut Schaden. Okay. So, vor Granaten ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das sind Elemental Mei. Elemental Mei. Keine Ahnung. Eine riesige Schildkröte. Glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Silberharnisch. Das ist gut. Hat da wenigstens so ein bisschen Abwehr.
nicht gerade viel. Irgendwie steigt bei ihr das immer schneller als bei ihm. Hi. Der Wächter der Glocke, Adamant Taimai, seid auf der Hut. You don't say. Ich glaube, der hat eine ziemlich hohe Magieabwehr. Dingsabwehr. Physische Abwehr. Ja. Ja. Kann gut sein. Oh. Der tat weh. Feuer frei. Los. Und das ist natürlich ein Boss. Wenn man eine Musik hören kann. Wow. Okay, versuchen wir mal Blitz. Mal sehen. Es hat doch gut, dass ich noch die Zauber ein bisschen aufgelevelt habe. Oh. Alter! Nur weil du so viel Leben hast, heißt das ja nicht, dass du dem so viel abziehen musst, hallo? Unverschämtheit. Okay, ich glaube, wir brauchen Feuer. Ich glaube, wir brauchen erstmal Protes. So. So. Ring Dong. Ring Dong. Null. Null. Immerhin ist der Schaden ein bisschen reduziert. Feuer frei. Immerhin hat der so viel Leben, ey. Yay, 5. 69. Egal. Und brenne. Mein Gott, wie viel Leben hat die? Brenne, du Schwein. Jawoll. 600 Gil, Feuerstufe gestiegen. MP, Intelligenz, Zauberkraft, Axtstufe. Warte, was heißt das? Nee. Ja, okay. Ja, das ist eine Felswand. Es ist Freiers Glocke. Freiers Glocke erhalten. Hype! Hype, hype, hype. Ah. Oh yeah. Haha, ich wusste, das ist eine Tür. Erstmal alles töten. 912 HP, ja klar. Cheat halt noch mehr. Du Bastard. So. Ach komm. Miss. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Oh. Wollen wir nur mal höflich anklopfen? Ha. Huh. Ist das nicht Borken? So. Hallo, ne? Dick, ihr habt euch also Freiers Glocke geholt. Wegen euch niederem Gesinde bin ich beim Imperator in Ungnade gefallen. Diesen zweiten Lapsus wird der Imperator nicht mehr tolerieren. Zu Hause wartet der sichere Tod auf mich. Doch vorher werdet ihr dafür büßen. Okay. Ich muss mal die Standardstrategie draufknüppeln. Joseph meinte, er würde ihn den Hals umdrehen. Wow. Ernsthaft? Hey! Geh einfach über die Wand. Ich bin ohnehin dem Tode geweiht. Doch glaubt ja nicht, dass ihr gewonnen hättet. Vorsichtig wie ich bin, habe ich eine kleine Falle für euch angebracht. Betrachtet es als mein Geschenk an euch. What? Wir werden uns bald wiedersehen in der Hölle. Tor. Bestimmt da oben bei dieser brüchigen Wand. Was habe ich gesagt? Ach du Scheiße.
Lauft. Diese miese Ratte. Los, verschwindet! Du mitkommen. Meine Kräfte verlassen mich. Geht! Ich muss kacken! Viel Glück, Freunde. Verzeih mir, Nelly. Matsch. Joseph. Scheiße, er hat keine Mitrierrüstung. Verdammt. Okay, das ist ein bisschen scheiße gelaufen. Noch. Ihr seid auch scheiße gelaufen. Ferner soll wohl seiner Tochter Bescheid sagen, hä? Huh? Ui. Okay. Ja. Okay. Betrübte Atmosphäre. Wir hatten zwar nicht lange, aber ich hätte den Level gehabt. Scheiße. Verdammt. Egal. HP, HP, HP. Sehr gut. Ich hab doch KP. So. Auf jeden Fall Freyas Glocke. Mit der müssen wir jetzt nach Kashyyyk. Da ins Schloss. Im Schloss irgendwie eine Fackel finden mit Sternfeuer dann. Sternfeuer dann holen. Dann auf den Zerstörer gelangen. Und weiter sind wir noch nicht. Sehr gut. Hauptsache erstmal Sternfeuer holen. Weil das angeblich ewig brennt. Oder so. Und zu viel davon kann das Luft in den Zerstörer lahmlegen. Das ist perfekt. Okay. Jo, Stärke, Antidot, sehr gut. Salaman sollte ja, ja da vorne sein. Wenn die Kämpfe nicht immer so lange dauern würden, ne? Okay. Ja, hier. Mein Joseph, wie konnte das nur passieren? Seid unbesorgt, ich werde mich um Nelly kümmern. Joseph würde sicher wollen, dass ich sie in meine Obhut nehme. Okay. Vater kommt also nicht wieder heim? Nein. Ja. Nein. So. Dann schnell hier pennen gehen, so. Das ist, glaube ich, schon der zweite Todesfall, ne? Scott und Joseph. Okay. Nicht gut. Definitiv nicht gut. Wann nehmen wir denn endlich mal wieder Finn ein, frage ich mich. Klar, der Zerstörer muss weg. Und dann? Danach? Ich hoffe doch. Finn ist immerhin die Hauptstadt da. Von den Rebellen.
Oh, ihr seht gerade, 20 Minuten sind schon wieder um. Ey, ihr seht aber fix hier. Würde ich sagen, Leute, ich laufe jetzt nach Poft und dann warten, dann beginnt dann der nächste Part. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Falls ja, kommt dann Kritik, die ihr mir wünscht. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schönen Tag, Abend noch, schönen Tag, Abend, was auch immer. Alles aus Elektra 06.